ORF Wien durfte exklusiv bei den Probearbeiten für die moderne Version der West Side Story dabei sein. Was kaum zu glauben und überhaupt nicht zu merken ist, die Choreografin und Leiterin der Gruppe ist die einzige Schwerhörige unter den Tänzern. Evgenia Guenova ist europaweit die beste hörbehinderte Tänzerin. Sie hat sich dank Viva einen Traum erfüllen können. Ich bin über Viva Theater zum Schauspielerei und zum Tanzen gekommen. Und dann habe ich eben als Choreografin für die Kinder gearbeitet, damit ich die Rhythmusgefühl und die Musikgefühl beibringe. Und dann habe ich beschlossen, weil ich eben beim Viva Theater weiterentwickle, habe mir gedacht, ja, ich möchte immer noch weiterentwickeln. Und dann habe ich ein eigenes Stück ausgedacht, wo eigentlich normal hörende Kinder mitmachen, weil beim Viva Theater sind also gemischt hörende und normal hörende. Und dieses Mal haben wir gedacht, ja, ich möchte die einzige Schwerhörige sein. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal mehr von dem Viva Theater mit den großen Kindern quasi. Und mir macht Spaß. Ich glaube, es ist kein Problem. Nein, also ich arbeite eben mit der Efi schon seit vielen Jahren. Durchs Kindertheater kenne ich sie auch eben schon sehr lange. Und ich habe auch schon öfter mit anderen schwerhörigen Kindern gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Und Efi ist auch eine sehr gute Choreografin. Sie hat immer sehr kreative Ideen und Einfälle. Und es ist auch toll, dass sie uns in zwei Sprachen unterrichtet, eigentlich, weil ein Tänzer von uns aus Brasilien kommt und mit dem muss man eben auf Englisch reden. Und sie macht das einfach ganz toll. Also es macht echt Spaß. Danke.